Der Horsch Tiger S. Seit 2002 die clevere Alternative zum Flug. Bis 35 cm tief lockern, intensiv mischen. Genau diese Anforderungen erfüllt der Horsch Tiger aufgrund seines vierbalkigen Aufbaus und seines 24 cm Strichabstandes. Der massive Rahmen und hohe Durchgang von 85 cm in Verbindung mit den mehrmals kopierten Mulchmix-Scharen sorgen auch unter härtesten Bedingungen für sicheren Einzug in den Boden. Durch den definierten Scharwinkel ist der Grubber verhältnismäßig leichtzügig. Um diesen Scharwinkel möglichst lange halten zu können, ist jeder Scharstiel mit 500 kg über unser TerraGrip Federelement vorgespannt. Zudem kann das TerraGrip Federelement, das hier am Tiger AS in der zweiten Generation verbaut wird, tatsächlich bis zu 300 mm ausfedern, ohne irgendeine Verschleißteil-Abscherschraube zu benötigen. Auch können Verdichtungshorizonte auf einer Tiefe von 30 bis 35 cm sicher und langfristig gebrochen werden. Durch die gewendelten Leitbleche des Mulchmix-Scharsystems herrscht ein kontrollierter Bodenfluss in der gesamten Maschine. Außerdem ist das TerraGrip Werkzeugträger absolut wartungsfrei und verschleißarm. Diese Eigenschaften, wartungsfrei und verschleißarm, treffen auch auf unsere Scheibeneinebnung zu. Die Scheibeneinebnung kommt mit viel organischer Masse sehr gut zurecht und ist in der Lage, exakt den Erdfluss ebenerdig dem Packer zuzuführen, sodass der Packer ideal in die Tiefe verfestigen kann. Um alle Böden vernünftig rückverfestigen zu können, bieten wir im Tiger einige Packervarianten an. Individuell, nahezu maßgeschneidert für jeden Standort, stehen folgende Packervarianten zur Verfügung. Zum einen der 78 cm große Reifenpacker, mit dem der Horsch Tiger groß wurde. Ich sage mal so, das ist der Reifenpacker für leichte bis mittelschwere Standorte. Zum anderen ein weiteres Feature, der 1 Meter im Durchmesser große Reifenpacker, welcher für extrem leichte, sandige Standorte da ist. Ich denke, man kann sich es ganz gut vorstellen, leichter Boden, sehr schluffig, der muss irgendwo einen Durchgang finden, ohne zu blockieren und drüber rollen. Und genau dafür steht der große Reifenpacker. Durch die große Auflagefläche und doch den hohen Durchgang kommt er mit leichten und sandigen Böden am besten klar. Ein weiteres Feature für unsere beiden Reifenpacker ist unser Topringpacker. Unter dem Topringpacker kann man sich ein Gusselement vorstellen, welches die Zwischenräume der einzelnen Reifen perfekt nochmal rückverfestigt und auch gleichzeitig krümelt. Der Topringpacker sorgt sozusagen für eine ideale, nahezu fantastische Oberflächenstruktur. Für die Betriebe, die Wert auf eine Doppelpacker-Variante legen, bietet Horsch eine nahezu maßgeschneiderte Lösung. Zum einen den Doppelrollpackpacker mit 62 cm Durchmesser. Ich sag so, der Standardpacker unter den Doppelpacker-Varianten. Hoher Durchgang, gute Zerkleinerungs- und Rückverfestigungswirkung sprechen für sich. Zum anderen der Steelflexpacker. Der Steelflexpacker für die Betriebe, die eine intensive Rückverfestigung in die Tiefe wünschen, aber zugleich eine perfekte Oberflächenstruktur möchten. Steelflex, wie der Name schon sagt, die Kombination aus der schweren Steeldiskwalze, die zuvor läuft, die keilförmig in die Tiefe rückverfestigt und so auch größere Gluten unter schweren Bedingungen nochmal zusätzlich kleinschneidet, und die anschließende Ringflex-Packerwalze, die für ein perfektes Finish in den obersten 5 bis 10 cm sorgt. Steelflex-Packer für die intensive, tiefe Rückverfestigung für Böden mittelschwer bis schwer. Ein weiteres Zusatzwerkzeug für unseren Tiger AS ist die Brondo TD. Unter der Brondo TD versteht sich eine komplette, funktionsfähige Sämaschine mit Fahrgassenschaltung, den aktuellsten TurboDisc 3 Sähscharen und 2000 Liter Saatinhalt. Ich kann sozusagen tief lockern, intensiv mischen, einheitlich rückverfestigen und säen in einem Arbeitsgang. Möchte ich nicht säen, ist die Brondo ganz einfach abbaubar. Wir bei Horsch sagen dazu Schlagkraft und Präzision pur.